Hallo und herzlich willkommen zu einem Hero Siege Video. Und zwar zeige ich euch heute, wie man am besten Wormhole Keys bekommt. Also im besten Fall sind es 120 plus in der Stunde, was ziemlich schnell ist, finde ich. Und dann noch einen kleinen Wormhole Trick, den gibt es ganz am Ende. Und zwar haben sich bestimmt einige schon gefragt, was diese Statue hier... was diese Statue überhaupt hier macht. Na, da kommen wir gleich dazu. Und zwar könnte es passieren, wenn ihr neu startet, auch wenn ihr die Items habt, die man benötigt, dass nichts getriggert ist. So, ich zeig's mal kurz. Und zwar braucht man nämlich das Schaf einmal und eben diesen Gameboy-Controller oder was auch immer. So, dann könnte es passieren, dass unter Umständen wie jetzt auch nichts ist, also weil ich gerade das Spiel gestartet habe. Somit geht ihr einfach random in irgendeinen Akt. Kann man das noch kurz auflösen. Portet euch einfach wieder raus. Und dann habt ihr die Items einfach wieder. Ist ein bisschen random gemacht, warum, keine Ahnung. Aber jetzt sieht man auch das Schaf. Und zwar muss man dann zu dieser Statue gehen. Ja, jetzt kann ich sie auch benutzen. Use. Und rede mit ihr. So, sie gibt mir jetzt Zahlen. 6 Stück. 2, 6, 4, 5. 3, 1 müsste das sein bei mir. 3, 1. Exakt. So. Das ist nämlich die Reihenfolge, in der man diese Grabsteine aktivieren muss. 2, 6, 4, 5, 3, 1. Und das Schaflevel geht auf. So, warum sage ich 120 in der Stunde, 120 Schlüssel? Da man nämlich diesen Boss nur töten muss. Dann warten, bis er despawned ist. Und dann hat man ein Wormhole-Key. Da liegt er. Im Grunde genommen wieder rausgehen, den Code aktivieren, das war's. So, das waren jetzt keine 30 Sekunden, glaube ich, die ich für den Boss gebaut habe. Ich habe mal gemessen mit der Zeit. Also ich brauche für... Oh, was waren's? Ich glaube 6 Keys, also 3 Minuten habe ich gemacht. Habe ich gebraucht 2 Minuten noch was. Also einfach nur fucking easy das Ganze. Und das funktioniert, glaube ich, auf jedem Level. Und darf man nicht vergessen, dass... Habe ich Spawnhole Key jetzt gekriegt? Ich glaube. Ist ja egal. Wir machen jetzt ein paar Runs, damit ihr seht, dass es tatsächlich ziemlich schnell geht. Und man muss halt bedenken, dass der Schaf-Typ halt extrem stark ist. Der hat knapp 20 Millionen Leben. 19,9. Das heißt, man muss halt bedenken, kann man ihn töten, kann man ihn nicht töten. Mein Gear macht ihn halt relativ schnell. So, Schlüssel. Lässt nochmal ein Item fallen, ist nochmal zusätzlich ein bisschen Cash, was man bekommt. Deswegen nehme ich es immer einfach gerne mit, auch wenn es nicht besser ist als mein Gear, aber ist ja egal. So, dann zeige ich noch, wie viele Wormhole Keys ich da noch habe. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal ein paar Runs, damit ihr seht von der Zeit her, hier so nichts skippt. Ich spiele das gerade live. Ich mache jetzt nicht irgendwie Zeit schneller in den Videos, ja, was ich theoretisch auch machen könnte, aber das wäre ja kompletter Bullshit. Weil das soll euch am Ende ja auch was bringen, dieses Video, und soll euch zeigen, es funktioniert. Deswegen am besten, sobald ihr die zwei Items habt, farmt einfach die Keys, bevor ihr normal weiterspielt. Dann seid ihr fürs Endgame auf jeden Fall safe. Ich kill die Gegner immer noch gerne, danach während er despawnt. Da ihr nochmal ein bisschen XP geben. Erfahrungspunkte schaden ja nie. Zumindest in dem Stadium des Games. Wenn so Sachen passieren, wie bei mir gerade. Ich habe jetzt einen falschen aktiviert. Als nächstes. Auch einfach random in irgendeinen Akt gehen. Rausporten, dann kann man es nochmal machen. Sollte nicht passieren, kostet unnötig Zeit, aber... Ja, ist halt so. Wie viele Runs mache ich jetzt noch? Keine Ahnung. Noch ein paar, ne? Kann ich das angucken. Einprägen, was ich mache. Nichts Besonderes, kein Kunstwerk. Ich anlacke jetzt, dass das scheiß Arcan noch da ist. So, Key müsste gedroppt sein. Der droppt, soweit ich weiß, also bei mir zumindest, hat er immer einen Schlüssel gedroppt. Und sehr, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch und ich bin einfach nur lucky oder die ist wirklich 100% bei dem Boss. Das ist nämlich auch der Vorteil, warum ich die Methode vorziehe gegenüber einer normalen Methode, indem ich halt einfach einen Aktboss kille. Okay. Weil ein Aktboss droppt nicht zu 100% den Schlüssel. Das ist halt ein bisschen unlucky und ich brauche meistens auch länger als die Zeit hier, weil ich muss ja in den Akt reingehen.
muss dann noch alle Waves killen auf dieser Map und dann den Boss. Dauert einfach viel zu lange. Und hier, wie ihr seht, rush ich halt einfach durch. Wenn ich spawnen muss, ist schon alles gespawnt. Danke. Also wir machen so drei Stück, dann zeige ich euch den Wormhole-Trick. Den hat im Übrigen ein Kumpel von mir rausgefunden, aber dazu gleich mehr. Wir machen jetzt noch drei Stück ganz schnell. Puh. Das war strange, hatte ich so noch nie. Das Game hat gerade ein bisschen freezed. Aber alles gut. Alles gut. So, Nummer 1. Dann zeige ich noch, wie viele Schlüssel ich habe. Ja, das heißt, ich habe mich wirklich hier mal hingesetzt und habe eine Stunde lang das Zeug gemacht, aber keinen Timer angehabt, weil ich drin auch ab und zu ein paar Pausen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob eine Stunde hinkommt. Aber wie gesagt, so circa 30 Sekunden brauche ich für einen Schlüssel. Ja, dann kann man es ja hochrechnen. In der Minute sind es 2, eine Stunde hat 60 Minuten. Das heißt, 2 Stück mal 60 sind 120. Easy peasy. Und je nachdem, wie schnell man das kriegt, man da vielleicht noch ein bisschen mehr raus. Und 120 Schlüssel reichen eigentlich. Für immer eigentlich. So, das waren 3 Stück. Würde ich sagen, gönnen wir uns jetzt mal Wormhole. Ne? Was für eine Stufe habe ich dann? 195. Ja, wir setten schnell. Weil ich will es ja nur zeigen. Und zwar, wenn ihr hier drin seid. Normalerweise ist es ja so, ich müsste jetzt jeden Gegner killen, ja. So, bis alle tot sind und dann öffnet sich ja das Tor, bla bla. Muss man nicht. Ja, und zwar drückt man einfach die Starttaste und drückt nochmal Start. Woohoo. Tolle Spielmechanik. Zweimal Start gedrückt und bin beim Boss. Unser Text wieder erhöhen. Problem. Deswegen ist der Pirat auch einfach fucking insane für sowas. Wir machen das Ganze jetzt noch ein paar Mal, damit ihr seht, es funktioniert halt echt jedes Mal. So jetzt Stufe 6, weil ich um 5 Stufen erhöht habe. Sobald ich drin bin, drücke ich einfach zweimal Start. Und bin wieder drin. Easy. Easy peasy. Kein Problem. Sogar der Cooldown von meinem Skill läuft noch. Oh. Passt mich, dass er mich trotzdem one-hittet. One-shot oder so immer. Will ich ja nicht bei Gabriel. Oh. Danke für die zweite Fackel. Nehme ich gerne an. Das war jetzt nicht überlebenswichtig, aber kann ich jetzt mitnehmen. Ach, ich wollte noch zeigen, wie viele Schlüssel ich habe. 129. Jetzt habe ich nicht erhöht. Kein Waste. Naja. Die Zeit haben wir. Und ihr seht, es funktioniert einfach immer. Und ja, Grüße auf jeden Fall gehen raus an meinen Freund Chris. Der das Ganze rausgefunden hat. Ja, warum auch immer. Aber das ist so einer, der findet... Wenn es um Hügelsicht geht, der findet alles raus. So, oh, das ist natürlich Jackpot. Oh Gott. Der Lag. Der findet alles raus, ja. Oh, noch ein Check. Oh Gott, das ist ja richtig Jackpot jetzt. Und leider hat er keinen YouTube-Kanal. Zumindest noch nicht. Den werde ich wahrscheinlich nachträglich dann, wenn ich es nicht vergesse, hier verlinken. Müsst ihr unbedingt vorbeischauen, der Typ ist insane. Wenn es um Hero Siege geht oder auch ganz andere Titel. Ein Riesenfan von ihm. Und ja, er hat es rausgefunden. Hat es mir jetzt gezeigt. Und ich so, boah, Digga. So, ich habe ihn sogar wirklich gefragt, ob es für ihn okay wäre, wenn ich das verwenden darf für ein Video. Diesen Trick. Weil, ja, ich habe ihn ja nicht selbst rausgefunden. Der hat gemeint, ja, Digga, alles cool. Machst eh dein Hero Siege Ding so. Gönn dir den Trick. Aber natürlich gehen Props raus. Ist ja selbstverständlich. Wir machen jetzt noch 1, 2, ja, damit ihr seht, was hier noch so abgeht.
ganz gemütlich. Wir können uns dann die Items gerne angucken, die gedroppt sind. Die sind useless, aber für die Leute sind. Ich mag die hier nicht, die da unten stehen. Grundsätzlich nicht. Einmal fast gestorben bei denen. Ich glaube, ich bin sogar einmal gestorben bei denen. Deswegen hasse ich es, wenn die an dem Eingang stehen. Man kann sie aber weglocken. Toller Boss. So langweilig, wenn die bei Millionen Leben rumhängen. Oh, einen satanischen Helm sogar. Und zwei Wormhole Keys. Not that bad. Wir machen jetzt noch einen Run. Dann gönnen wir uns die Items kurz und dann ist das. War es das eigentlich schon von dem Video? Ist die ganze Kunst. Nichts Spektakuläres hier, aber ich dachte mir, ey, das ist ein Tipp, so den kann man echt mit der Community so ein bisschen teilen. Oder zumindest mit den Leuten, die meine Videos öfter verfolgen. Und dann kommt auch noch Annie. Und direkt die Phase geskippt, die auch noch. Wo ist sie denn? Ist doch die hier, ne? Ah, yes. Jetzt habt ihr sogar noch ein paar Bosse gesehen. Das ist für mich interessant. Und nochmal zwei Baumwollkies. So, jetzt gucken wir uns die Items noch fix an und dann sind wir durch. Wie gesagt, nichts Besonderes. Also mein Gear ist halt schon meilenweit entfernt von dem, was die mir hier anzeigen. Wobei die Waffe nicht ganz leider. Die Waffe könnte echt besser sein. Hier ist halt Stärke drauf, aber das interessiert mich recht wenig. Ich finde mein Gear im Moment ziemlich gut angepasst. Tatsächlich. Also allein mein Rapid Fire, was der krasseste Spell ist auf jeden Fall, finde ich, zumindest für Wormhole, gibt mir plus 2240 Attack Speed. Und ich bin gerade mal selbst bei 1600. Das heißt, er verdoppelt locker meine Attack Speed. Deswegen sieht es auch so nice aus, wenn sie schießt. Ballert einfach in jede Richtung. Das ist insane. Guckt euch an. Deswegen Pirate. Okay. Wir können die Sachen jetzt auch verkaufen, damit ihr seht, wie viel das Zeug wert ist. 7000, 6000, da war mit dabei. 555. 1, 1, 1, 5 war dabei. Nochmal ein knapp 5er. 6000. Also man kommt auch so gut an Geld. Auf jeden Fall viele Leute, die wissen wollen, wie man Geld kommt. Das war's von dem Video. Ich hoffe, es hat's geholfen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon findet oder haltet. Mal gucken, wann sie es rauspatchen. Ein paar andere Sachen, die ich auch schon geleakt habe, in der nächsten Mal wurden auch schon rausgepatcht. Mal gucken. Meinen Schaden würde schade finden würde ich es nicht, wenn sie es machen. Weil das zeigt einfach, dass sie das Spiel halt immer weiter überarbeiten und man kann mir nicht erzählen, dass das eine gewollte Aktion ist, die ich gemacht habe. Aber ich hoffe, ich kann soweit helfen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!